So, und herzlich willkommen zurück. Jo, gut. Weiter geht's. Jo, wir haben schon ein Stück Finale. Eulen-Express oder perfektes Bild? Machen wir das da? Akt 2. Typisch Zug, okay. Willkommen zurück, Lassie. Ich habe das Skript für meinen nächsten Film noch nicht geschrieben, also drehen wir gerade auch nicht. Ich rufe dich, wenn das Skript fertig ist. Alles klar, wir müssen hier rein. Hier gibt es ein Herz, das brauchen wir aber nicht. Ich grüße dich, werte Express-Eule. Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Wie du erkennen kannst, bin auch ich eine Express-Eule. Ich drehe meinen Kopf besonders gern. Von einer Eule zu anderen. Wir können doch Geheimnisse teilen, ja? Wie lautet der Mädchenname der Schwester deines Onkels? What? Klappt das? Nee. Geil. Cool. Keine Ahnung. Gisela. Gertrud. Keine Ahnung. Okay. Nehmen wir mal Gisela. Oh, es ist Gisela. Verstehe, verstehe. Diesen Mädchennamen der Schwester deines Onkels würde ich von einer werten Express-Eule erwarten. Hallo, werte Express-Eule, sorgst du dich um deine Sicherheit? Ich sorge mich sehr um Sicherheit. Du solltest nicht jedem Fremden deine persönlichen Informationen verraten. Es könnte ein Sicherheitsrisiko sein. Ich kann dir helfen, deinen Alltag sicherer zu machen. Was ist deine Lieblingskombination aus Buchstaben und Ziffern? Ja, was soll ich denn sonst schreiben? Aha, aha, QR1234 ist auch meine Lieblingskombination aus Buchstaben und Ziffern. Also die fragen uns viele Sachen aus. Auf einmal sind hier viele Krähen auf dem Zug. Sie sind alle beim letzten Bahnhof eingestiegen, wo wir gerade davon sprechen. Wann bist du eingestiegen? Was meinst du, du bist vom Himmel gefallen? Ja, aber bin ich doch. Wusstest du, dass ein Haustier hilft, das Selbstvertrauen zu stärken und Stress abzubauen? Wusstest du auch, dass Haustiere Haustiere haben können? Es ist wahr. Leider ist es uns Express-Eulen nicht erlaubt, Haustiere zu halten. Es ist ein Opfer, das wir im Namen unserer Ehre bringen müssen. Aber wenn du ein Haustier hättest, was glaubst du, wäre der Name des Haustieres, deines Haustieres aus der Kindheit? Was? Was glaubst du, wie der Name des Haustieres, deines Haustieres aus der Kindheit lauten würde? Keine Ahnung, Alfred? Ach komm, nimm mal Alf. Komm, wer kennt Alf? Ich kenne Alf noch. Dem komischen Haustier vom Planeten Melmark, was Katzen frisst. Alf ist zweifellos ein interessanter Name für ein Haustier, sogar für ein Haustier eines Haustieres. So, was hast du denn? Hast du all diese Krähen bemerkt? Sie fragen mich die ganze Zeit nach persönlichen Details und ich weiß nie, was ich sagen soll. Hallo, werte Express-Eule. Ich hänge an einen fortgeschrittenen mathematischen und wissenschaftlichen Aufgabe. Siehst du diese anspruchsvolle Formel an der Tafel? Ich kann sie nicht lösen. Kannst du die wissenschaftliche Formel für mich lösen? Was ist das Ergebnis? Ist immer das gleiche. D, C, B, 4, A, I, O, S, dies E, B, for I lose. DC before I lose. Also,
DC Before I Lose, geil. Oh, schön. Ich verstehe, die Kombination ist DC Before I Lose. Das war doch offensichtlich. Danke an der Express-Eule und danke auch für die Zustimmung der Geschäftsbedingungen auf der Rückseite dieser Tafel. Das ist immer der Fall. Wirklich. Das ist immer so extrem viel. Ich verstehe nicht, was diese wissenschaftliche Gleichung soll. Das sind nur zusammengeworfene Zahlen und Buchstaben, wie auf diesen Webseiten. Ja, Capture, ne? Es ist ein echt schwer, einen guten Platz im Zug zu finden, wenn die ganzen Krähen alles blocken. Sie fragen mich immer nach allem, was ich mache. Ja, ich glaube, die sind sehr wissbegierig, diese Krähen. Werte Express-Eule, hast du dich je gefragt, wie es wäre, ein Superheld zu sein? Das wichtigste Merkmal eines Superhelden ist der Name. Jeder ruhmreiche Superheld braucht einen kunstvollen Namen. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre der Name, wenn du in einem Online-Formular mit standardisierten Anforderungen an die Konto-Identifikation eingeben würdest? Graf Wallner? Nee, warte. Ja, das wäre mein Nickname. Da melde ich mich überall so an, in der Regel, wenn es klappt. Der Name ist klasse. Ich kann es mir schon vorstellen. Der große Graf Wallner, Retter der Gerechtigkeit. Ich schreibe mir nur mal schnell deine Antwort auf. Ja. Okay, der lässt uns aber hier nicht rein. Das ist aber coole Musik, gefällt mir. Ja, die labern jetzt und sind am Lachen. Wir Express-Eulen haben alle ein Körperteil, für das wir uns schämen. Deshalb zupfen manche Eulen ihre Federn aus. Für welches Körperteil schämst du dich am meisten? Für welches Körperteil schämst du dich am meisten? Eigentlich nicht. Ich finde mein Körper eigentlich soweit ganz gut. Mit allem. Nehme ich mal den kleinen Zeh, hä? Achso, ich muss ja auf das Haar. Oh, du arme Express-Olle, du brauchst dich nicht für deinen kleinen Zeh zu schämen. Aber du solltest deinen kleinen Zeh besser von einem Arzt untersuchen lassen. Ich habe online gelesen, dass das ein Anzeichen für, die Vogelgrippe sein kann. Oh, nee, oder? Das ist böse. So, kann ich hier jetzt hoch? Ja, kann ich. So, du hast diesen Hut schon, okay. Eisgarn. So, ich habe einen Schlüssel. Warte, komm hier nicht rein. Ich habe meine Kontaktlinse. Bitte tritt nicht drauf. Okay. So, wir haben jetzt irgendeinen Schlüssel. Ich glaube allerdings, diesen Schlüssel brauche ich. So, ich habe diesen Sticker gesammelt. Der gibt mir extra Punkte. So. Ich will natürlich auch noch hier diese ganzen Rubies mitnehmen. Das kleine Mädchen ist ja, braucht ja Kohle. Aber hier erst nochmal das mitnehmen. Ich habe das nicht vergessen. Oh, ein Geschenk. Zeit, Verbrechen aufzuklären. Achte auf Hinweise. Detektiv-Outfit. Cool. Ist das das Kind mit dem Hut? Ich hoffe, dir gefällt mein Geschenk. Geh zum hintersten Waggon des Zuges. Die Schwester deines Onkels Gisela ist gekommen, um dich zu besuchen. Verbring besser etwas Zeit mit deiner Familie oder spreche beim nächsten Mal mit einer Leiche. Klick. Oha. Oha. Also aber cool, dass wir das Detektiv-Outfit haben. Das gefällt mir. Ich muss zum hintersten Waggon gehen. Da kann ich ja sowieso nichts machen. So. Die Schwester meines Onkels ist besucht. Aha. Gisela! Oh nein! Was hast du getan? ein Mord auf meinen Eulenexpress! I can't believe it!
Ich kann nicht glauben, dass jemand einer der Express-Eulen ermordet werden würde. Und ich kann auch weniger glauben, dass es Gisela, die Schwester deines Onkels, war. Was hast du dazu zu sagen, Gisela? Du zeigst mir die kalte Schulter, hä? Genau, was ein Mörder tun würde. Überlass den Fall uns. Wir sind Craw, die Krähenwächter. Wir überwachen jeden in diesem Zug seit der letzten Haltestelle. Wir werden den ganzen Zug nach Beweismitteln durchsuchen. Niemand darf diesen Waggon verlassen. Was? Ich darf nicht mehr in meinem eigenen Zug frei rumlaufen? Wie könnt ihr es wagen? Wenn die Uhr Mitternacht schlägt, werden wir mit dem Mörder in Handschellen aus dem Zug steigen. Wartet hier, während wir weitere Ermittlungen anstellen. Alles klar. Wir haben jetzt eine Stunde. Eine Eulenstunde bleibt übrig und wir müssen diesen Mord aufklären. Watson, kommen Sie mit. Ja, natürlich, Mr. Holmes. Diese Craw-Grünschnäbel können mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich bin mir sicher, die haben den Mord begangen und vernichten jetzt alle Beweise. Gisela, was hast du zu sagen? So, wir müssen nach Hinweisen suchen. Okay, welche Hinweise haben wir denn überhaupt schon? Sehen wir das irgendwo? Nee, sehen wir nicht. So, wir können hier teilweise frei rumlaufen, aber die Krähen dürfen uns nicht sehen. Wenn ihr uns sehen, gibt's Aua. Deswegen bin ich, was das angeht, ein bisschen vorsichtig. Wir können aber jetzt überall hin. Beweis, der Schaffner. Der Schaffner ist jetzt ein verfügbarer Verdächtiger. Aha, wir müssen alle alle Beweise finden. So, da hinten geht's auch noch weiter. Ist die Frage, ob ich das möchte. So. Oh. Es ist 10 nach 11. Das bringt noch nichts. Ist jetzt die Frage, bleibt das auf Dauer so oder? Bin mir da jetzt nicht ganz so sicher. Da ist ein Schlüssel. Den Schlüssel brauchen wir, okay. Die rasten hier so ein bisschen herum. Den Schlüssel müssen wir kriegen. Jetzt haben wir ihn. Dürfen uns natürlich nicht sehen, die Krähen. Gut, und jetzt zurück darüber. Klappt. So, da waren wir schnell genug. Jetzt können wir das hier öffnen. Du denkst also, du kannst einfach so im Zug herumschleichen. Hör einfach mit dem Detektivspielchen auf. Du willst niemals den echten Mörder finden. Du kannst nicht einfach Leute verurteilen ohne Hinweise. Die Zeit rennt. Wirst du es schaffen, genug Hinweise zu finden, um den Mörder zu stellen? Klick. Ja, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Wenn nicht, machen wir es einfach. So. Das würde Naruto einfach sagen. Was ist, wenn du es nicht schaffst? Ich werde es einfach schaffen. Fertig. Easy peasy, lemon squeezy. So, die Krähen sind jetzt verfügbare Verdächtige. Warte mal, kann ich hier irgendwie mich so ein bisschen hochglitschen, so an dem Gepäck? Nee, kann ich nicht, okay. Nein! Warte mal, hier ist so ein Eisteil. Kann ich das irgendwie... Nee, bringt nichts. Okay, dann muss ich meinen Detektivhut wieder aufsetzen. Aua, ich muss hier weiter hoch. Auf jeden Fall. So. Okay, das haben wir. Gut, wir haben aber noch keinen Schlüssel. Ich glaube, das Ding bringt uns einfach nur nach oben. Okay.
dann weiß ich Bescheid, wo ich hin muss. Den muss ich auch irgendwie runterhauen. Diesen Lümmel. Ist die Frage, ob ich hier nochmal hin muss. Nee. Gut. So, hier oben sind wir einigermaßen safe. So, wenn die lachen, ist das alles soweit ganz in Ordnung. Da haben wir keine Probleme mit denen. So, hier brauchen wir Eis. Gut, das Eis bringt uns hier nach oben. Dann können wir hier rein. Lass mich raten, die Eule. Oha, 20 nach 11. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Nein! Das liegt daran, dass wir den Sherlock Holmes Hut nicht auf hatten. So, hier brauchen wir den Mischmasch-Hut. Geschenk! Super! Schatz haben wir gefunden. Wunderbar. So, okay. Beweis. Die Gisela. Oh nein! Dodo Sweet? Nee, da kommen wir nicht hin. Okay. Kommen wir wenigstens zu einem Schlüssel? Müssten wir eigentlich. Ja. Alter, das ist ein riesen alter Fernseher. Das ist ja... Oh. So, hier haben wir einen Schlüssel. Das ist gut. Warte mal, hier habe ich doch noch was. Ich will auf jeden Fall nochmal hoch. Komm, schaffst du das, Mädchen? Ja, super. Und einen neuen... Super, der ist gelockt. So, bevor wir aber jetzt hier groß rumeiern, muss ich wieder den Sherlock Holmes Hut aufsetzen. Ich bin hier gerade ein bisschen leise und am mich am Konzentrieren. Entschuldigt, wenn ich dies tue. Aber ich muss es machen, sonst komme ich hier nicht weiter. So, hier war nur der eine Schlüssel. Okay. Muss ich wieder hier rüber? Boah. Und jetzt hier rüber. So, mit dem Teil komme ich hier nach oben und kann das Ding aufschließen. Super. So. Blöd gelaufen, mein Bursch. Hm? Es ist 11:30 Uhr. 30 Eulenminuten sind übrig. Und wir haben immer noch nicht genug Beweise. Das wird jetzt interessant. So, komme hier rein. Ja. Das war gerade so. Kleine... Aha, diese Drecksäcke. Niemand hatte einen scheußlichen kleinen C als sie. Also die benutzen jetzt unsere Dingsbums. Okay, kommen wir jetzt hier wieder weg. Ja. Also die machen sich jetzt über unsere ganzen privaten Informationen lustig. Und immer wenn wir weitergekommen sind... ja, darüber. Hier gibt's viel zu viel, was wir eigentlich angucken könnten. Loge. Das war knapp.
Da ist noch ein Beweis. Den Beweis will ich haben, auf jeden Fall. Die Eulen sind jetzt verfügbare Verdächtige. Boah. Oh nein! Jetzt wurde ich erwischt. Naja, das geht ja noch. Och nein! Scheiße! Kannst du nur noch um Stunden handeln hier? So, das kriege ich aber so hin. Jetzt sind wir hier oben. Okay, das haben wir jetzt frei gemacht. Die Frage ist, wo waren wir denn jetzt schon überall? Da hoch müssen wir, glaube ich. Im Boilerraum waren wir. Gut. Da geht auch die Zeit nicht weiter. Okay. Im Engine Room waren wir noch nicht. Du gibst nie auf, oder? Nein. Es scheint, als gäbe es nur einen Weg, damit ich dich endlich loswerde. Und zwar Zeit. Und zwar dir die Zeit zu rauben. Hier ist also ein spaßiger Zeitvertreib für dich. Alf hat sich selbst in eine sehr ungewöhnliche... Nein, Alf! ...gebracht. Es hängt an einem dünnen Seil und bangt um sein Leben, gleich über einen Holzschredder. Was für ein merkwürdiger Zufall. Was willst du tun? Alf retten, bevor es zu Sägespänen wird? Oder herausfinden, wer der Mörder ist? Wir müssen natürlich Alf retten, hallo? Das arme Hündchen. Auch wenn so ein hässlicher Chihuahua ist. Trotzdem, Hund ist Hund, aber das Vieh ist so hässlich. Entschuldigung. Da habe ich dann auch kein Mitleid. Also Mitleid schon, aber so richtig, naja. Boah, das war knapp. So, bei den Dingen aufpassen. Die fallen nämlich runter. Okay, wo wollen wir hin? Wir müssen Alf auf jeden Fall retten. Oh, ist das wie hässlich. Danke für die Rettung, gütiger Mensch. Ich habe diesen Hinweis gefunden. Ich hoffe... Der Verdächtige. Das Opfer ist jetzt ein Verdächtiger. Geil. Oh, ehrlich. Schön gemacht. So, jetzt hier hoch. Das ist abgeschlossen. Das ist also abgeschlossen. Ich verstehe. Lang. Ah. Sauna? Wir kommen in die Sauna. Das stimmt. Nicht lässt sich überbieten durch eine heiße Sauna. Keine Ahnung, warum... Boah, war das knapp. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. 10 vor 12, Leute. Es ist 10 vor 12. Ja, hier war ich schon richtig. Och nee. Klappt auch so. Okay, dann müssen wir hier hoch. Ja, ich weiß, der Detektiv zeigt uns immer noch an, wo wir diesen Schlüssel herkriegen. Den Schlüssel haben wir aber schon. Und hier ist der letzte Beweis. Aha. Da sieht man also auch im Hintergrund, was unter unserem Hut ist. Skelett, ein kleines Köpfchen, kleines Gehirn und unserem Hut ist ganz viele Süßigkeiten.
Die wollen natürlich wissen, was in unserem Hut ist, aber oh, Hamburger, Bonbons, Lollis, Schokoriegel, Käse. Lecker. Diese Raben, aha. Diese Krähen. Jetzt ist es 12. Die Zeit ist um. Wir haben aber alles gefunden. Super. So. Also, wer war's? Wir wissen es nicht. Wir konnten keine schlüssigen Beweise finden. Wir haben keine Ahnung, wer diese Eule ermordet hat. Also habt ihr Grünschnäbel nichts getan, um den Fall zu lösen. Wer ist der Mörder? Wer von euch war's? Wir können jetzt wählen, wer es war. Ich hoffe, dass die Stimmen jetzt aufhören. Warte mal, was steht denn hier? Schützen und dienen um jeden Preis. Wir haben unseren Augen überall und gesehen haben wir nichts. Was schaust du mich so an, Grünschnabel? Ich hoffe, dass die Stimmen jetzt aufhören. Gisela, Punkt, Punkt, Punkt. Oder die Eule. Tote können nicht schuldig sein. Ups, du warst das. Ja, komm. Ich? Ich kann nicht der Mörder sein. Ich bin der Schaffner. Was? Ernsthaft? Wieso? Ich war es nicht. Stopp. Hör auf damit. Okay, gut. Ich war es. Ich tat es. Da, bist du glücklich? Ich habe dich gefunden. Wie hast du herausgefunden, dass ich es war? Ich habe ganz stark versucht, nicht der Bösewicht in meinem eigenen Film zu sein. Die Expresseule ist nicht mehr tot. Ich habe ihm einfach dieses Gummimesser gegeben und habe dann gefragt, ob er für ein paar Stunden tot spielt. Kann ich jetzt gehen? Von vielen Schauspielern als Leiche wurde mir leicht schlecht. Dieses Gummimesser ist auch ziemlich unbequem. Ja, das hat er extra gemacht. Nun, danke, dass du den Fall für mich gelöst hast, Lassie. Nicht nur, dass du den Mörder angetan hast, du hast auch bewiesen, dass das Opfer gar nicht verletzt wurde. Und du hast uns spannendes Material für den Film gegeben, was? Du dachtest ernsthaft, ich lasse einfach so einen Mord in meinen Eulen-Express zu? Denk doch mal scharf nach. Das war alles nur für meinen neuen Film, Mord im Eulen-Express. Du denkst, DJ Grünschnabel wird auch nur einen so guten Film drehen? Ich glaube wohl kaum. Hier, nimm dieses Dingsbums, verschwinde. Super. Oh, geil. Wunderbar, oh wunderbar. So. Yeah, die Eulen sind aus dem Häuschen. Sogar ein paar Pinguine. Mord im Eulen-Express. Regie Schaffner. Mit Schaffner als der gefährliche Zugführer. Ein Mädchen als Detektiv nutzlos. Krähen als Core-Agenten. Eulen als Eulen. Die Bewertungen sind da. 40 Mal. 40 Rubine. Ein Schaffner-Dingsbums und alle 6 Beweise. Yeah. Highscore. 620 Punkte. Yeah, DJ Grooves. Wir machen dich fertig. Na gut, wir wollen dem ja auch noch helfen. Er hat uns ja die Rechnung übernommen. Aber das kommt beim nächsten Part. So. Ich habe genug gelabert. Mädchen, hast du noch was zu sagen? Ernsthaft? Nope. Nein? Alles klar. Oh, okay. Dann halt.